Bossa Studios UK. Und willkommen zum Surgeon Simulator 2013, einem kleinen Zwischenprojekt, das hin und wieder alle Tage mal so kommen kann. Wir spielen einen Chirurgen mit denkbar einfacher Steuerung. Hier wird sie angezeigt. Rechte Maustaste benutzen wir, um die Hand zu drehen, wie wir wollen. Nach oben, unten, links und rechts. Nur um 360 Grad können wir sie leider nicht drehen. Das geht leider nicht, deswegen ist das auch nur... Das geht bei einem Kugelgelenk niemals. Das ist unnormal, wenn das irgendjemand kann, nur damit man es weiß. Mit linker Maustaste können wir die Hand senken. Wenn wir sie wieder loslassen, geht sie automatisch wieder hoch. Da klingelt auch schon das Telefon. Und jetzt zeige ich euch noch die weitere Steuerung. Und zwar mit A bewegt man den kleinen Finger. Mit W bewegt man den Ringfinger. Mit E bewegt man den Mittelfinger. Wir können es auch andersrum machen. Mit R bewegt man den Zeigefinger und mit Leertaste den Daumen. Da können wir was auswählen. Und jetzt gehen wir erstmal ans Telefon, würde ich mal sagen. Klingt nach Russisch, weg mit dem Mist. Brauchen wir nicht. Huch. Pillen. Telefon, wer braucht sowas? Internet ist modern. So. Was können wir denn hier erstmal machen, bevor wir zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem hier, Operationen, kommen, machen? Man sieht hier vielleicht schon in der Folge, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das spiele. Ich kenne das Spiel schon ein bisschen, was auch ganz gut so ist, weil ansonsten würde ich mich hier bis auf die Knochen und noch weit darunter blamieren. Und in dieses Spiel geht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Knochen. So, wir nehmen jetzt auch mal erstmal diesen Stift hier und jetzt probieren wir mal unser Glück mit das... Ist das Haus vom Nikolaus oder so? Boah, ist das hübsch geworden. Ich muss sagen, es ist auch leider nicht die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme ist recht lustig geworden in der Tat. War ganz spaßig und so. Ich habe mich total weggelacht. Ihr hättet euch weggelacht. Wir hätten uns alle weggelacht. Das können wir jetzt leider nicht mehr mitbekommen. Aus dem einfachen Grund, dass ich eine Einstellung bei Audacity verändert habe, weil ich das Mikro im falschen USB-Slot hatte und es trotzdem total leise war. Deswegen habe ich dann eine Einstellung rumgespielt. Und letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich kein Wort mehr verstanden habe. Und das lief darauf hinaus, dass Audacity jedes Mal, wenn ich eine Sprechpause, so wie jetzt gerade, mache, dass es dann sozusagen die Aufnahme kurz pausiert. Hatte leider den Effekt, dass nun ja, erstens alles hintereinander weggesagt wurde und zweitens an der Aufnahme letztendlich ganze 3 Minuten gefehlt haben von 36 Minuten. Das heißt, ich habe 3 Minuten von 36 Minuten die Fresse gehalten. Das ist schon mal erstaunlich lange, würde ich fast sagen. Und wir probieren jetzt hier ein bisschen rum, was wir alles so machen können. Dieses Video hier legen wir erst bald mal ein. Das ist nämlich sozusagen eine Special... ein Special-Video, deswegen steht auch Team Fortress 2 drauf. Da gibt es nämlich eine Art Secret, sage ich extra. Ein anderes Secret zeige ich euch jetzt, und zwar hier haben wir die Diskette, die zwar die Steuerung anzeigt. Die nehmen wir jetzt mal raus. Moment, das kriegen wir hin. So. Die nehmen wir mal raus und nehmen uns diesmal da hinten, die da hinten. Die nehmen wir jetzt mal weg. So, und jetzt vorsichtig. Habe ich sie? Nee. Die Maus ist übrigens auch recht interessant, wenn man die nimmt und jetzt zieht man sie so ein bisschen. Und noch ein Stück. Wenn man sie jetzt loslässt. Hui! Ich hoffe, die Diskette ist jetzt noch da. Tatsächlich, gut. Dann jetzt die Diskette nehmen. Brava. Was immer wir sind. Wir sind, glaube ich, ein Chirurg. Hoffe ich. In etwa, mit etwas unorthodoxem Stil. Das seht ihr aber noch. Und ich würde gerne diese Diskette mal richtig aufheben, sodass ich die auch irgendwie reinkriege, weil so geht das momentan offenbar noch nicht. Oh ne, ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Ne, gut, dann machen wir das von anders. Und callen stattdessen mal Trisha. Indem wir den Zettel einfach dem Telefon hinterherwerfen und mit der OP beginnen. So, man sieht schon, ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, war aber nicht sonderlich erfolgreich, deswegen habe ich noch nicht mal die erste OP an unserem Patienten Bob durchgeführt. Es geht um eine Herztransplantation, die noch unvollständig ist und deswegen werden wir die jetzt durchführen. Natürlich erfolgreich! Natürlich. Führe eine Herztransplantation durch. Ich möchte anmerken, jeder zart beseitete Zuschauer soll jetzt ausschalten.
weil es wird hier wirklich zur Sache gehen. Also das ist wirklich ein 1:1 Simulator. Also wer demnächst eine OP vor sich hat, sollte sich das auch nicht angucken. Das könnte Verunsicherungen verursachen. Oder auch da, wie ich ja spiele, könnte man auch denken, Mensch, wenn ich so einen Doc habe wie Mortiferus, dann kann mir ja gar nichts passieren. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar greife ich durch das Laken hindurch und reiße direkt an den Rippen. Hallo? Entschuldigung? Okay, das sollte zum Beispiel nicht passieren gleich am Anfang. So. Man sieht, es ist vielleicht ein klein bisschen verbuggt. Aber ja, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, habe schon mal den Brustkasten hier geöffnet. Ich bin ja Praktikant, deswegen darf ich sowas einfach vorweg irgendwas vorbereiten, denn keiner weiß, wer es wirklich gemacht hat. So, wir haben hier unsere ganzen OP-Instrumente. Die Tasse Kaffee brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich kann mal zur Seite. Wir räumen am besten erstmal ein bisschen weg, was im Weg ist, weil es kann später dafür sorgen, dass wir in etwas nicht richtig drankommen oder ähnliches. Das habe ich schon leider Erfahrungen gemacht. Oder dass diese Gegenstände aus Versehen andere Sachen, die wir brauchen könnten, runterwerfen, so wie es gerade der Fall war. Oder dass wir uns irgendwo fest. So oft verbuggt habe ich mich im ganzen Spiel noch nie. In meiner gesamten Spielzeit. Kann ich hier echt bis auf den Boden runter? Ach. Interessant. Aber bis auf den Boden runter geht es trotzdem nicht, ne? Ne, nur bis hier. Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise, wenn mir was auf den Boden gefallen ist, dachte ich immer, ich habe verloren. Habe ich aber offenbar wirklich. Gut, das kommt erstmal weg. Wir bereiten uns gut vor. Hier ist das Herz. Das neue Herz wurde. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, haben wir schon verloren, weil das Ganze gleich runterfällt. Jo, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten das Ganze nochmal neu. Weil so hat das keinen großen Sinn ohne Herzen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen das jetzt auch gleich als erstes mal raus. So. Diese blöde Pappschachtel hier immer. So, da vorne ist ein Mülleimer, da schmeißen wir es mal ungefähr in die Richtung. Ja, ist gut, warte, ich nehme dir die Maske ab, das ist doch nicht bequem. Geht das nicht? Schade, es geht nicht. Na gut. Können wir was anderes bei dir machen? Vielleicht, könnten wir ihm vielleicht einen Schnurrbart machen? Knick. Genickbruch, man. Na gut, jetzt habe ich die Säge, jetzt können wir die auch gleich benutzen. Man merkt vielleicht, die hängt ein bisschen seltsam in der Hand, aber so verbuggt war das Spiel wirklich noch nie. So, vorsichtig. Wir müssen da ganz vorsichtig zu Wege gehen, der Patient hat schon öfter. OP ist am Herzen hinter sich. Oh. Hoppla, hoppla, hoppla. Das wollte ich nicht. Das war gut. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig den Brustkasten ganz öffnen. Wir müssen schließlich ans Herz rankommen. So, jetzt die andere Seite. Vorsichtig. Bisschen nach unten noch und jetzt runter. Wissen nicht. Böse. Also wir halten das Ding wirklich gar nicht fest. Gut, ich würde sagen, die Säge hat ausgedient. Die scheint da nichts zu bewirken. Also lassen wir jetzt einfach mal fallen wie eine heiße Kartoffel und greifen stattdessen zur Bohrmaschine. Das klingt erfolgversprechender. Einmal festhalten, das sieht gut aus. So, und jetzt möglichst noch irgendwie nach vorne neigen, das Ganze. Ja, so geht's auch. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt ganz leicht, leicht, leicht. Sehr gut. Der braucht schon Rippen. So. Das ist gut, das sind sogar noch über 5000. Wir haben fast die gesamten Rippen schon ab. Das ist gut. Das ist 1A für die Gesundheit des Patienten. Das ist nicht bedenklich. Oh, 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 oh. Falsche Richtung. Gut. Das war vielleicht schon eher bedenklich für die Gesundheit. So, jetzt haben wir aber alles. Das heißt, die Bohrmaschine hat jetzt auch ausgedient und die kann weg. Falsches Ding, geh weg. Gut, den Brustkasten können wir jetzt auch einfach rausnehmen. Der stört sonst nur. Das
Kann in den Müll. Die Säge hier nervt auch, also geh mal bitte runter da. Vielleicht hätte ich noch aufheben sollen. Wer weiß, vielleicht können wir die noch zum Lunge entfernen gebrauchen. Aber ich denke, das können wir auch einfach so mit der Hand machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das gleiche gilt auch für die Leber. Ich kann auch einfach raus. Und ja, Lunge auch überbewertet. Also ein Lungenflügel reicht zum Überleben. Also nehmen wir gleich beide. Sobald wir es hinbekommen natürlich erst. So. Da haben wir den Mist auch. Ich glaube, wir haben es direkt in die Säge geworfen, kann das sein? Deswegen haben wir gerade noch dieses schöne Geräusch. Hammer ist inzwischen auch eher ungeeignet. Das heißt, den entsorgen wir auch mal eben, damit wir nicht auf dumme Ideen kommen. Obwohl, man könnte es ja mal probieren, ne? Na, so nicht. So entfernen wir höchstens alle Rippen. Na gut, werfen wir den mal weg. Und wir müssen ihm auch mal eine Blutverdickungsspritze geben, damit er nicht so viel Blut verliert. Der Patient hat nämlich ein Blutungsproblem. Und deswegen geben wir mal diese Spritze und legen die direkt wieder an die Stelle zurück, wo sie herkommt, damit wir die auch wiederfinden, ne? So. Ich würde sagen, wir operieren gerade wirklich gut. Das Problem ist, dass ich jedes Mal hatte, ist, dass die Speiseröhre an einer blöden Stelle oben festhängt. Die Bronchien, es backt sich jedes Mal an die Bronchien fest. Das sind diese zwei weißen Teile da hinter der Speiseröhre, die man da sieht. Das ist die Bronchien, sieht man daran, dass sie an der Lunge hingen. Also jetzt bitte keine Belehrung, dass es nicht die Bronchien sind. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da spritzt das Blut, das spritzt sich ganz doll. Wir müssen aufpassen. Und es wäre ganz gut, wenn sich die Speiseröhre auch langsam lösen würde, weil wir müssen den Magen aus dem Weg haben, um an das Herz zu kommen, das wir neu einsetzen sollen, wie wir ja wissen. Wir nehmen am besten mal die Hand, legen sie nach unten und jetzt stechen wir einfach nach unten zu. Hat auch nicht geklappt. Und wir müssen nochmal die Blutverdünnerspritze an, Verdickungsspritze holen. Da wir zwar ewig drin rumgeschnitten haben, aber offenbar nichts gelöst haben. Das heißt, wir müssen ihm jetzt auch nochmal die Spritze geben, da er ansonsten verblutet. Blutkonserve ist hier leider nicht vorhanden, deswegen ist es leider nötig, das auf diese Art zu lösen. Dein Herz kann zwar bald nicht, pumpt zwar mit jedem Schlag jetzt bald irgendein Wackelpudding durch seine Adern, aber das macht natürlich nichts, weil wir sind in einer fiktiven Welt. Das ist eine reine Simulation für angehende Chirurgen. Das ist natürlich wirklich ernst gemeint, dieses Ganze hier, und man geht auch immer mit einem Hammer und am besten noch mit einer Brechstange. Die fehlt hier leider, das ist noch in der Alpha. Nein, ist nicht in der Alpha, glaube ich. Na komm, nimm ein Skalpell, sehr gut. Jetzt schnitzen wir am Magen, an der Magensonde, nicht an der Magensonde. Na komm. Ich krieg die nicht durch. Ich weiß, dass es da hinten immer aufging, aber... Na komm. So langsam wird's albern. Komm, ich bekomme das Skalpell auch nicht mehr raus. Also irgendwie, die Speiseröhre ist immer so... Das Teil im ganzen, bei der ganzen OP, die nicht so recht will bei mir. Wir müssen nochmal den Blutverdünner geben. Und sie ist immer noch nicht durch. Vielleicht müssen wir da, oh oh, zu anderen Mitteln greifen. Haben wir die Spritze überhaupt? Nein, wir haben die andere Spritze. Diese ihm zu geben wäre keine gute Idee, dass das auch noch Blutverdünner ist. Und das heißt, er würde noch mehr Blut verlieren. Die müssen wir jetzt wohl stattdessen uns geben. Sondern ansonsten haben wir ein Problem. Na komm. Ich dachte bis vor kurzem noch, man müsste dann dauerhaft so weiter operieren, aber was habe ich da überhaupt in der Hand? Eine Pinzette. Ich versuche mir jetzt eine Spritze zu geben, die ich nicht in der Hand habe. Das ist die richtige. Selbst wenn es die richtige ist, ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht mehr dran. Na, das wird ja lustig. Gut, dann müssen wir wirklich so weiter operieren, weil wir kommen an die Spritze nicht mehr dran. Weil wir die auf irgendeine total bescheuerte Art leider verlegt haben. Das heißt, wir sägen einfach ein bisschen im Körper da rum und, also, es ist echt ärgerlich. Es lief so gut und jetzt wieder so ein Käse, dass irgendwas aus dem Bild fällt, was man unbedingt braucht. Das ist immer so ärgerlich. Das ist kaum zu beschreiben. Gut, ich würde sagen, da wir eh nicht mehr viel Zeit haben, nehmen wir jetzt einfach das Herz. Wir haben alles getan. Packen es rein. So. Mehr kann man doch eigentlich verlangen.
Neues Herz ist drin, altes Herz braucht er vielleicht noch. Weil es nicht so ganz perfekt gelaufen ist. So, jetzt nehmen wir einfach nochmal Skalpell und probieren unser Bestes. Diesen dämlichen Magen endlich mal rauszukriegen. Der uns die ganze Tour jetzt vermasselt hat. Wieder einmal. Wie irgendwie jedes Mal, wenn ich diese Spiele spiele. Was mich allmählich ein bisschen aufregt. Aber, ach, wir haben ihn ab. Toll. Aber ich zeige euch gleich nochmal, woran es liegt, dass ich es bisher nicht geschafft habe. Und zwar selbst, wenn man ihn jetzt packt, die Speiseröhre, oder wenn man es hinkriegt, weil sie ist erstens schwer zu greifen, selbst wenn man sie dann hat, okay, wir schaffen es jetzt wahrscheinlich nicht mal, es auch nur zu zeigen, weil der Blutverlust zu hoch ist und der Spazier jetzt tot ist. In 3, 2, 1... Ja, man, mit 100 Milliliter hätte er noch überleben können, das weiß jeder. Und wir haben 8 Minuten und 40 Sekunden dafür gebraucht. In Gedanken verweilen unsere Gedanken. In unseren Gedanken gedanklich bei Bob. Er hat einen Stahlträger auf den Kopf bekommen beim Bauarbeiten. Und deswegen braucht er jetzt auch eine Herztransplantation, weil er einen auf den Kopf bekommen hat, ist klar. Genießen wir noch einen Moment die stimmungsvolle Musik und gehen anschließend wieder in den tristen Alltag der Nicht-Chirurgen über. Tschüss.